Halt sie einfach irgendwie zurück. What? Du machst eine Heilung hier mitten rein. Yes. Na gut, wir haben keine andere Wahl. Du wirst ein Geschoss. Au, das tut mir ziemlich weh. Dann machst du mal eine größere Heilung. Auf uns alle. How may I help? Könnt ihr den nicht tot kriegen? Okay, ich bin gefallen. Aber es sind zum Glück nur noch zwei. Okay, ich glaube, die Geschosse machen denen irgendwie keinen Schaden. Jetzt ist der auch gefallen. Und wir haben wieder drei Geister gegen uns. Vier Geister. Weil die sich gegenseitig beschwören können. Ist das euer Ernst? Wie soll man das schaffen? Okay. Ja. I shall be discreet. So, versuchen wir es nochmal mit denen hier. Take him down. Almost. Okay, es sind wieder, es sind schon mal drei, es sind vier. How may I help? Yes. Das scheint sich schon mal verletzen zu können, wenigstens etwas. Okay, ich habe nicht viel große Wahl. Ich mache mal einen Schutz an. Okay, der ist umgehauen, bevor er einen Schutz machen konnte. Und ist gefallen. Irgendwie muss ich die schneller tot kriegen. Du kannst ja den Schutz leider nicht zaubern außerhalb des Kampfes. So, jetzt kannst du ihn aber zaubern. How may I help? Du kannst das. Du kannst das. Du rennst einfach drauf. Okay. Genau wie du. How may I help? Nein, du versuchst es nochmal mit den Geschossen. Und du beschwörst schon wieder ein. Du Heilungswirkung. How may I help? Wolf ist tot. Auf welchen schlägst du eigentlich immer ein? Sag bloß, du schlägst hier irgendwie willkürlich drauf los. That's not very helpful. Das wird wieder nichts. Muss ich mich vielleicht noch weiter zurückziehen, dass weniger kommen von ihnen? Sure. Oder muss ich denen eine Falle stellen? Ich könnte auch versuchen, ihnen eine Falle zu stellen. Sure. Gut. Falle? Vielleicht hilft das ja was. So, eine Falle platzieren. Dann schießen wir auf einen und dann versuchen wir wegzurennen. Almost.
So. Oh, die ziehen sich zurück, wenn ich zu weit weglaufe. Das ist auch gut zu wissen. So, das wieder ins Quick-Inventar. Damit platzieren wir die Falle einfach mal hier. Let's go. Genau, jetzt läufst du drüber. Okay. Let's go. Yes. Schnell einen weg von denen. Wo bin ich? Ach, ich bin hier hinten. What? Au. Und wieder hat's ihn umgehauen. Du bist geblendet. Oh, nicht so toll. Guckt euch das an. Die sind alle kaum verletzt. Jetzt sind sie verletzt. Jetzt hat sich wieder einer geportet. Und jetzt hat er sie in die neuen beschworen. Schatten deaktiviert sofortige Teleportation. Schatten Nahkampf. Das. Ich glaube, ich gucke mir jetzt die anderen Räume erst einmal an. Vielleicht habe ich sie in irgendeinem leichter. Wenn aus zwei Schatten vier werden, ist das unfair. So. Phantome? Okay, Phantome sind genauso wie... Das sind auch wieder zu viele. Zwei Schatten kann ich bekämpfen. Vielleicht haben die ja in... Sind sie ja im Licht geschwächt. Ja, ich rede mir das irgendwie ein, weil... Obwohl, hier unten ist ja auch Licht. Aber hier ist blaues Licht, da ist gelbes Licht. Ja. I'll see what I can find. So. Let's go! Nein, es kommen alle. Dann versuchen wir mal wieder das Türblockierspielchen. Hey, los. Baranthus! Das klappt sogar einigermaßen. Und du wechselst wieder auf den Bogen. Du bist du vielleicht doch besser zu was zu gebrauchen. So, wir haben noch zwei Phantome und einen Schatten. Wo ist mein... Hey. Ach, der ist da rausgerannt, weil sich der Schatten geportet hat. Phantome. Nein, so wird das auch nichts. Ich muss die Tür blockieren, ich muss die Schatten loswerden, weil sich die Phantome nicht porten können. Sure. Und ich wünschte, ich könnte das ein bisschen genauer einstellen. Sure. Yes. Du bist okay. Du you can trust me. Bogen. Du machst mal so etwas Platz. So, du schießt. So, jetzt kommen alle. Du gehst eins vor, du gehst eins vor. So, und alle konzentrieren sich auf einen Gegner. Auf einen, habe ich gesagt. Ist mein Wolf benommen? Ja, der ist betäubt. Hi.
Du kannst mal da was reinschleudern. Ja, und du schleuderst am besten gleich nochmal was rein. Nochmal auf den Schatten. Und machst einen Schwertzauber auf den Schatten. Hey, der macht ziemlich guten Schaden bei dem Schatten. Ich weiß nicht, kann ich die verwunden? Joel scheint es wenigstens gut gegen die Phantome durchzuhalten, jedenfalls gegen das eine. Du kannst ihm trotzdem mal, ne? Obwohl. Das scheint er durchzuhalten. So, und das hintere Phantom mal kurz anschießen. Oh, er nimmt aber auch verdammt viel Gesundheitsschaden, muss ich sagen. So, jetzt ist nur noch ein Phantom übrig. Okay, er steht wieder. Ihr drei Rückzug. Kannst du den nicht mal umwerfen? Das würde uns eine Menge Arbeit ersparen, wenn du nicht betäubt wärst. Töte den endlich. Das kann doch nicht angehen. Jetzt tötet er die anderen beiden, weil die dich tot kriegen. Ich sehe es schon. Ja, der tötet die beiden. Jetzt tust du noch den betäuben. Genau. Das ist mies. Ich glaube, ich gehe lieber wieder. Ich habe so das Gefühl, ich bin hierfür noch zu schwach. Definitiv. Wir brauchen ja zum Glück nicht mehr so weit bis zum nächsten Level ab. Versuchen wir es lieber mit Gebieten außerhalb. Vielleicht habe ich unterwegs Glück und finde endlich eine Waffe für mich. Du wieder auf Bogen. Obwohl, du bleibst mal auf Nahkampf. Wir müssen bloß aufpassen, dass du nicht ständig aus Versehen Schaden abbekommst, also in der vordersten Reihe stehst und da jetzt auf die Nase kriegst. Also das ist richtig fies. Kannst du uns noch was Neues sagen? Dieser Ort wird überrannt. Ich entdeckte Folgendes. Der Tempel ist jahrelang versiegelt gewesen. Sie müssen sich wegen den, naja, wegen den Nahrungsvorräten hineingeführt haben. Schlimmeres als Schädlinge sollst du aber nicht vorfinden. Da gibt es viel Schlimmeres als Spinnen. Oh, Wirtan blinzelt langsam und seine Stirn legt sich in sorgenvolle Falten. Da nun bin ich in derselben Situation, Freund. Ich kann dich nur um Hilfe anflehen. Good day to you. Ich suche immer noch, genau. Aber wir sind doch definitiv zu schwach. Diese Schatten überrennen uns nämlich einfach. Ich habe es jetzt zwar gerade fast geschafft, die dazu vernichten. Aber trotzdem war das unschön. So, und ich glaube, du nimmst deinen Säbel wieder. Obwohl. Doch, mit dem hast du mehr Genauigkeit. Und machst fast denselben Schaden. Gut, dann verlassen wir die Map jetzt einfach mal. Vorher rasten wir noch mal, dass es vielleicht Tag wird. So. Ein Zimmer. Ja. 8 Stunden sind vergangen, draußen scheint es noch dunkel zu sein.